frei. Rudolf Leopold ist heute am Grinzinger Friedhof beigesetzt worden. Der große Kunstsammler und Museumsgründer ist vor einer Woche im 85. Lebensjahr verstorben. Hunderte Angehörige, Freunde und Weggefährten haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet. Bis zuletzt hat Rudolf Leopold Pläne für sein Museum geschmiedet. Rudolf Leopold war ein Mensch, der unentwegt unterwegs war, so der Grinzinger Pfarrer in seiner Trauerrede. Seine große Liebe galt der Kunst, dem Licht und der Musik. Ein Mann, der wie kaum ein anderer Echtes von Unechtem unterscheiden konnte. Er, Professor Dr. Leopold, hat das Loslassen nicht gelernt. Und so bleibt er auch für uns in Grinzing eine Persönlichkeit, die unbedingt weiterlebt. Bis zuletzt war die Sammlung Leopold auch umstritten. Manche Bilder stammten ursprünglich aus jüdischem Besitz. Bis heute ist nicht geklärt, ob und welche Werke restituiert werden sollen. Die Entscheidung könnte in den nächsten Wochen fallen. Bürgermeister Michael Häupl würdigt Leopold als den Schöpfer eines Gesamtkunstwerks. Die Stadt Wien sei ihm zu allerhöchstem Dank verpflichtet. Mit seinem Kunstverständnis, Enthusiasmus und grenzenlosem Engagement hat er unserer Stadt viel gegeben. Das Leopold-Museum ist ein Juwel in der Museumslandschaft. Schon als Kind war Rudolf Leopold ein leidenschaftlicher Sammler. Zuerst waren es Schmetterlinge, dann Briefmarken. Seit 1947 hat er eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Welt aufgebaut. Die Wiener Kunstszene zollt ihm heute Respekt. Rudolf Leopold war ein begnadeter Sammler, der mit sehr, sehr viel Leidenschaft, mit Engagement, mit Besessenheit sich mit Kunst auseinandergesetzt hat. Und das ist etwas, was ich sehr bewundert habe. Ich habe ihn als Sammlungsgründer, als Museumsgründer und in seiner ständigen Verfolgung seiner Ziele, auch hartnäckigen Verfolgung, sehr bewundert. Er hat für die österreichische Kunst, für die Kunstgeschichte sehr viel gemacht. Ich würde sagen, eine schillernde Person und unheimlich wissend, beeindruckend. Ein Auge, wie man sich's wünscht. Nur wenige Schritte neben dem Grab von Rudolf Leopold liegt Hans Dichand begraben. Auch er ein bedeutender Wiener Kunstsammler und auch er bis zuletzt